allerseits. In diesem Video werde ich über das Wiederherstellen von MySQL, MSSQL und Oracle Datenbanken sprechen. Wie man diese Datenbanken sichert, mit welchen Programmen es möglich ist und wie man sie später von diesen Kopien wiederherstellt. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Sicherung und Wiederherstellung einer MSQL-Datenbank mit Hilfe von MySQL Workbench. Das Dienstprogramm MySQL Workbench bietet die Funktion Exportieren sowie Importieren, Wiederherstellen von Datenbanken. Um eine Sicherungskopie im Programm zu erstellen, klicken Sie auf Datenexport, markieren Sie die gewünschte Datenbank, wählen Sie den zu exportierenden Ordner aus, klicken Sie unten auf Start, Export und warten Sie, bis der Export abgeschlossen ist. Die Sicherungsdatei wird im angegebenen Ordner angezeigt. Klicken Sie zum Wiederherstellen auf Data Import Restore, geben Sie den Pfad zum zuvor erstellten Speicherauszug an, markieren Sie die Datenbank und klicken Sie auf Start Import. Die Wiederherstellung ist abgeschlossen. Manuelle Datenbankwiederherstellung. Die Datenwiederherstellung von MySQL Datenbanktabellen ist möglich, indem Sie die zuvor kopierten Struktur- und Datendateien in die Ordner vorhandener Datenbanken eingefügt werden. In meinem Fall sind dies zwei Datenbanken, MyDB und MyDB2. Dies ist möglich, wenn Sie Sicherungskopien der Dateien erstellt haben, die sich standardmäßig im Ordner C Program Data MySQL MySQL Server 5.7 Data befinden. Hier kopieren wir den Ordner mit der Struktur und den Datendateien, die dem Namen Ihrer Datenbank entsprechen, und wir übertragen sie an einen anderen Ort und für die Wiederherstellung müssen Sie nur zurückkopieren. Wenn Sie also aus irgendeinem Grund die MySQL Datenbank gelöscht, Windows neu installiert oder die Festplatte formatiert haben, können Sie sie wie oben beschrieben wiederherstellen. Wenn diese Dateien im Video weiter gelöscht wurden, erkläre ich Ihnen, wie Sie sie wiederherstellen können. Erstellung einer Sicherung und Wiederherstellung einer MySQL-Datenbank mit MySQL-Dump. Um eine Sicherung zu erstellen, müssen Sie die Befehlszeile öffnen. Geben Sie dazu in der Suche CMD ein, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie als Administrator ausführen. Wechseln Sie an der Eingabeaufforderung in den Ordner mit MySQL Bin, in dem es sich standardmäßig befindet. C Programme MySQL MySQL Server 5.7 Bin. Um nun eine Sicherungskopie zu erstellen, geben Sie den Befehl MySQL Dump ein, Leerzeichen Bindestrich Benutzername. Ich habe Admin, dann Leerzeichen Bindestrich Kennwort Leerzeichen und dann Datenbankname. Ich habe mein MyDB, das Zeichen ist mehr, dann den Namen der Datenbanksicherung, einen passenden Namen nenne ich mydb-dump.sql und drücken Sie die Enter. Im angegebenen Bin-Ordner wird die Datenbanksicherungsdatei angezeigt. Um die Datenbank wiederherzustellen, müssen Sie nun den Pfad mit der Sicherungsdatei in derselben Befehlszeile verfolgen und denselben Befehl eingeben. Ein Parameter, der die Anmeldung angibt, mit der in diesem Fall eine Verbindung zur Datenbank hergestellt wird.
P ist ein Parameter, der das Kennwort des Benutzers dieser Anmeldung angibt. Datenbankname, der Name der Datenbank, deren Backup Sie erstellen möchten. FileName Backup Base. SQL ist der Name der Sicherungsdatei, die wir zuvor erstellt haben. Um die Datenbanksicherung in einem anderen Ordner vor dem Namen der Datenbanksicherungsdatei im Befehl zu speichern, müssen Sie den Pfad zu einem solchen Ordner angeben. In diesem Fall sind die Befehle zum Erstellen und Wiederherstellen der Datenbanksicherung folgendermaßen aus. MyISAM. Tabellen können durch eine unerwartete Unterbrechung beim Aufzeichnen oder Herunterfahren des Computers, durch Abstürze und Fehler beim Betrieb der Hardware oder Software sowie durch den Versuch einer Entstörung mit der von MySAMCHK-Server verwendeten Tabellen beschädigt werden. Aufgrund von Schäden in der Tabelle verschwinden die Daten möglicherweise oder werden nicht mehr richtig angezeigt. In den meisten Fällen erhalten Benutzer jedoch aufgrund von Schäden in der Tabelle den folgenden Fehler. Mit dem Befehl mysamchk können Sie beschädigte Tabellen reparieren. Um es zu starten, müssen Sie in der Befehlszeile zum Ordner bin gehen. Standardmäßig befindet es sich unter C-Programm MySQL MySQL Server 5.7 bin. Geben Sie als nächstes den Befehl ein und registrieren Sie den Pfad, in dem er sich befindet. Und drücken Sie dann Enter. Dabei ist RQ der Schnellwiederherstellungsmodus. In diesem Fall wird die Indexdatei repariert, ohne die Dateien zu ändern. Wenn die Datei alles enthält, was Sie benötigen und Remote-Verbindungen die richtigen Positionen in der Datendatei angeben, wird die Tabelle aufgrund dieses Befehls korrigiert. Wenn der vorherige Befehl nicht das gewünschte Ergebnis liefert, machen Sie eine Sicherung der Datendatei und führen Sie den Befehl aus. Dabei ist er nur ein Wiederherstellungsmodus. In diesem Fall werden ungültige und verlorene Datensätze aus der Datendatei gelöscht und die Indexdatei wird neu erstellt, wie oben beschrieben. Um den Pfad zu dem Ordner mit der Datei nicht zu registrieren, müssen Sie den Pfad zu dem Ordner mit mysamchk.exe in Windows-Umgebungsvariablen hinzufügen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf dieser Computer, erweiterte Systemeinstellungen und auf der Registerkarte erweitert auf Umgebungsvariablen. Markieren Sie im folgenden Fenster unter Systemvariablen die Option Pfad und klicken Sie auf Ändern, dann auf Erstellen. Durchsuchen und geben Sie den Pfad zum Ordner an oder kopieren und einfügen Sie und klicken Sie auf OK. Jetzt ist es nicht mehr erforderlich, den Pfad in den Befehl zu schreiben, sondern führen Sie einfach den Befehl im Verzeichnis mit der Tabelle. Microsoft SQL Server Datenbank Wiederherstellung. Lassen Sie uns nun über das Wiederherstellen der Microsoft SQL Server Datenbank sprechen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Datenbank wiederherzustellen. Die Verwendung eines jeden von ihnen hängt vom verfolgten Ziel ab. Es handelt sich um die geplante Erstellung einer Datenbanksicherung oder Wiederherstellung, wenn die Datenbank auf einen anderen Computer übertragen wird, oder um die Notwendigkeit einer Wiederherstellung aufgrund ihres Verlusts oder ihrer Löschung. Sie können eine Kopie der Datenbank für die weitere Wiederherstellung mit Microsoft SQL Server Management Studio oder manuell erstellen. Um eine Sicherungskopie der Datenbank zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, wählen Sie auf Aufgaben, dann Sicherung erstellen und OK. Sicherung erfolgreich abgeschlossen. Die Standardsicherung befindet sich im Ordner C Programme Microsoft SQL Server MSSQL 14.SQL Express MSQL Backup. Eine Datei mit der Erweiterung Bug. Um eine Sicherungskopie der Datenbank wiederherzustellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf, wählen Sie Aufgaben Wiederherstellen, wählen Sie das Gerät aus und geben Sie unter Hinzufügen den Pfad zur Sicherungsdatei an. Klicken Sie dann auf OK.
Die Datenwiederherstellung wurde erfolgreich abgeschlossen. Manuelle Sicherung. Das Erstellen und Wiederherstellen einer Datenbank aus einer manuell erstellten Kopie ist schneller als das Erstellen und Bereitstellen einer Sicherung, jedoch nicht so zuverlässig. Wenn Sie die Datenbankdateien manuell kopieren, ohne sie zu stoppen und während einer Transaktion, werden diese Dateien in einem inkonsistenten Zustand gespeichert, was zu Fehlern beim Versuch führt, das System mit Hilfe dieser Dateien wiederherzustellen. Vor dem manuellen Erstellen einer Kopie der zu sichernden Dateien muss SQL Server daher auf Stopp eingestellt sein. Und nach dem Kopieren die Dateien, die sich standardmäßig im Ordner befinden, C-Programme, Microsoft SQL Server, MS SQL 14, SQL Express, MS SQL Data. Um den SQL Server zu stoppen, müssen Sie den SQL Server Konfigurationsmanager starten, den Sie im Startmenü finden. Wählen Sie als nächstes SQL Server Dienste aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datenbank, die Sie beenden möchten, und wählen Sie Beenden aus. Sie können die Datenbank auf die gleiche Weise starten, indem Sie den Punktmenü ausführen, auswählen. Oracle Database Express Edition Sicherung. Öffnen Sie zur Sicherung Oracle Application Express und wählen Sie Application Builder Export. Geben Sie als Exporttyp Workspace den gesamten Arbeitsbereich oder eine seiner Komponenten an. Legen Sie das Dateiformat für den Export von Daten fest und klicken Sie auf Export Workspace. Danach erscheint die SQL-Datei mit dem Backup in den Downloads. Die Datei wird hier importiert, wählen Sie das Menü Application Builder Import. Wählen Sie die zu importierende Datei aus, geben Sie Ihren Typ an und klicken Sie auf Next. Die Datei wird importiert. Sie können die Archivierung auch mit den Betriebssystem-Tools durchführen, indem Sie manuell alle Arbeitsdatenbankdateien in der Ordner mit der Datenbank kopieren, der sich standardmäßig unter dem Pfad C, Oracle, App Oracle, Oradata, XE befindet. Die Archivierung wird ausgeführt, wenn die Datenbankinstanz gestoppt ist und Benutzer nicht damit arbeiten können. Um eine beschädigte Datenbank nach einem Absturz wiederherzustellen, muss diese angehaltene und die Sicherungskopie von Arbeitsdateien und Transaktionsprotokollen neu geschrieben werden. Tabellenwiederherstellung mit Hetman Partition Recovery. Alle vom PC gelöschten Datenbanken können mit Hetman Partition Recovery wiederherstellt und dann in den gewünschten Ordner mit der Datenbank übertragen werden. Ich werde zeigen, wie man Dateien anhand der MySQL-Datenbank wiederherstellt. Führen Sie dazu das Programm aus, klicken Sie auf den Datenträger, auf dem die MySQL-Datenbank gespeichert wurde, und der Wiederherstellungsassistent wird geöffnet. Wählen Sie den Analysetyp aus und klicken Sie auf Weiter. Klicken Sie anschließend auf Fertigstellen. Navigieren Sie durch das Programm zum Standarddatenordner. C Program Date MySQL MySQL Server 5.7 Daten. Oder suchen Sie mit der Suchfunktion nach den gewünschten Datenbankdateien. Geben Sie den Namen der Datei ein, beachten Sie jedoch, dass die Datendateien den Namen der Tabellen und nicht der Datenbank enthalten. Stellen Sie nur die Datenbankdateien wieder her, markieren Sie diese, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie wiederherstellen. Geben Sie den Ort an, an dem Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie gegebenenfalls den Pfad aus und klicken Sie auf Wiederherstellen. Fertige Dateien werden wiederhergestellt. Übertragen Sie nun in den Ordner mit dem Datenbanknamen. Öffnen Sie anschließend MySQL Workbench und die wiederherstellten Dateien, die im Ordner mit der Datenbank abgelegt sind, sind verfügbar. Auf die gleiche Weise können Sie verlorene MS-SQL-Datenbanken wiederherstellen, die sich standardmäßig in C-Programme Microsoft SQL Server, MS-SQL 14.SQL Express, MS-SQL Backup-Dateierweiterung Bug befinden.
Hängen Sie anschließend wiederhergestellten Datendateien mit der Funktion Anhängen an. Die SQL Server Datenbank an. Öffnen Sie dazu einfach Microsoft SQL Server Management Studio. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Datenbanken und wählen Sie Anhängen, dann hinzufügen. Geben Sie den Pfad zur wiederhergestellten MDF-Datei an, markieren Sie diese und klicken Sie auf OK. Auf die gleiche Weise können Sie mit dem Hetman Partition Recovery Programm Oracle Datenbank Daten wiederherstellen, die sich standardmäßig in C, Oracle, APP, Oracle, Oradata, XA befinden. Kopieren Sie nach der Wiederherstellung einfach diesen Ordner. Und das ist alles. Bitte Daumen hoch. Falls Sie Fragen haben, stellen Sie die bitte in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.